Hallo in die Runde, willkommen zur Heldenvorstellung von Seed. Dazu muss ich als erstes sagen, die Helden, die vorgestellt sind, sind richtig, richtig gut. Wer keinen von denen hat und ein paar Münzen rumliegen hat, das lohnt. Die vorgestellten Helden sind cool. Sowohl Bastet als auch Sobek. Sobek heißt der Fresser der Unterwelt. Kommen wir nun zu Seed, dem Gegenspieler von Ra. Er ist Mönchklasse, 5 Sterne lila. Mönchklasse kann ja gewissen Sachen widerstehen, das ist erstmal cool. Mondfamilie und die passive Fähigkeit, ne? 70% Chance, die Mana-Regeneration für 3 Züge um 24 zu senken bei allen Gegnern. Das ist übrigens schon was, was jetzt ziemlich nervig sein wird. Seine Werte 782 Angriff, das ist okay. 817 Verteidigung ist hoch und 1500 Lebenspunkte plus ist auch überdurchschnittlich, möchte ich sagen. Die Fähigkeit Legion der Dunkelheit ist langsam. Mit einer 17er Mana-Truppe kann man das um 1 senken. Ändert nichts daran, dass man immer noch 4 Matches braucht. Ja, was macht er? Und dazu sei gesagt, ich finde, er macht sehr viel. Erstens, er beschwört einen Lakaien mit 40% Lebenspunkten. 40% Lebenspunkte. Wohlgemerkt, ohne Limit Break und ohne Wappen sind, und hier runden wir einfach mal ab, 10% 150 mal 4 sind wir bei 600 Lebenspunkte Minions. 600 Lebenspunkte Minions. Und ich gehe davon aus, dass sie noch steigen werden mit Limit Break etc. Da kommen dann nochmal 300 drauf. Mit Truppen am Ende werden das dann irgendwas zwischen 700 bis 800 Lebenspunkte Minions sein, die er für alle seine Kumpels und sich selbst beschwört. Die machen dann zusätzlich noch 40% Angriff. Ja komm, 40% ist geschenkt. Dann kommen da halt 50er, 80er, 90er Ticks rum. Ne? Das muss ein paar Mal durchlaufen. Und könnte dann tödlich sein. Und ja, das wird diesmal tödlich sein, weil die Minions so stark sind. Klar kann ich die mit gewissen Helden einfach wegnehmen. Zum Beispiel dem Ziegenhirten, Ziegenpeter, dem Zwerg auf der Ziege. Ich vergesse jedes Mal seinen Namen. Ich weiß, ihr werdet es mir in die Kommentare schreiben. Danke, ich habe ihn ja jetzt auch seit dem vorletzten Seelentausch. Aber da braucht man halt jetzt Minion-Vernichter. In der Meta ist es immer so, ich dachte, die Minions würden irgendwann verdrängt werden. Wurden sie nicht. Dann kam Arco und jetzt kommt er. Minion-Vernichter werden auch weiterhin gebraucht. Zusätzlich bekommen alle Gegner 315 Giftschaden über 3 Züge. Also 105 Giftschaden am Ende der Runde, bevor sie überhaupt entzaubert werden können. Plus 5-mal, gehen wir davon aus, dass jeder Minion einmal den Gegner trifft, wird das so ungefähr schätzungsweise 200 bis 250 Schaden sein, die auf jeden Held im Schnitt am Ende der ersten Runde einprasseln. Bei 5 Helden, wenn noch alle stehen, sind das 1000 Schadenspunkte, ist okay. Zusätzlich wird, wenn er während der nächsten 3 Züge stirbt, das Mana aller Angreifer senken, und zwar um 100%. Ist jetzt die Frage, wo setze ich den ein? Am Titan? Natürlich nicht. Ist das Tankmaterial? Ich glaube schon. Limit Break drauf, Wappen drauf. Nicht nur Tankmaterial, also richtig böse wird das Tankmaterial, wenn er im 5-Sterne-Turnier spielt und gelb vernichtet ist. Ob er besser ist als Knollfort oder Ludwig, wird die Geschichte zeigen. Zumindest wer keinen von denen hat und bekommt ihn, sollte ihn auf jeden Fall leveln. Denn das ist übel. Diese Lebenspunktepolster, wenn er einmal auslöst. Wie gesagt, das sind mindestens 600 Lebenspunkte, die jeder der Kumpels und er selbst bekommt. Das ist ein Heal, wenn alle stehen, von über 3000 Lebenspunkten für das gesamte Team. Das sind im Schnitt 2 Spezialfähigkeiten, die auslösen müssen, damit das wieder runtergenommen wird. Und jetzt kommen wir zur Königsdisziplin, dem Sturmangriff. Ja, Heidewitzka, wenn man den nicht wegkriegt mit den ersten 3 oder 4 gelben Steinen, die so stark sind, dass sie ihn in die nächste Sphäre bomben, dann
wird er auslösen. Dann stehen da mega schnelle Minions, also starke Minions. Und wenn die nicht weggehen, ja Mensch, dann stehen da wieder starke Minions. Und selbst wenn man den nicht weg, also wenn man die Minions wegkriegt und ihn runterzerrt, dann ist es immer noch so, dass das Mana, was ich mir vielleicht angespart habe, mühsam durch Steinbewegung, weil ich halt nicht ein überfließendes Board hatte, dann auch noch weg ist. Ludwig war mies, weil er seine Nachbarn pusht und bis dahin standhält und die Nachbarn an Nord auslösen und das gegnerische Board killen. Knollfort war mies, weil er sich selbst hochheilt und die anderen Kumpels alle gepusht hat mit dem Mana, ein, zweimal ausgelöst haben und dann war es das. Und er ist auf die Art und Weise gemeint, wie ich es eben gesagt habe. Alle drei sind im Sturmangriff richtig mies und brauchen ein ordentliches gelbes Board, ansonsten wird das nichts. Wer sie nicht hat, kann hier, wie gesagt, auf Seed bauen. Seed, denke ich, wird richtig gut werden. Er ist genauso angreifbar wie Ludwig, nämlich indem man das alles entzaubern kann. Ja, im Ausgleichskrieg zum Beispiel, aber wer spielt ihn denn da? Ansonsten müsste man halt Helden haben, die entzaubern können oder Minions haben, blaue Minions zum Beispiel von den Chinesen, die dann einfach alles immer am Ende der Runde mit einem Hit entfernen. Das wäre auch cool so, aber hier haben wir halt eine andere Möglichkeit von ziemlich fies. Dementsprechend, wer beschwört und ihn bekommt, freut mich. Ich weiß noch nicht, ob ich beschwöre. Ich bin mit Lila jetzt wirklich ausnahmslos super aufgestellt. Ich bräuchte mal ein paar Hitter und nicht noch einen Tank. Und das, obwohl er Mönch ist und ich über 2500 Mönchswappen habe, mit denen ich nichts anfangen kann. Ja, wer beschwört und ihn bekommt, viel Erfolg, viel Glück. Berichtet mir mal, ob er so gut ist, wie ich das sage. Ich habe andere schon gesehen, die ihn ebenfalls ähnlich gesehen haben. Eine Minderheit hat gesagt, dass er nicht so gut ist. Einerseits, weil er langsam ist und weil die Minions ja weggenommen werden können. Ich bin gespannt, wer am Ende recht behält. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss.